Jo, meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen XXXXXL Pack Opening Video auf diesem Kanal. Das hier ist das erste Pack Opening Video, nachdem ich veröffentlicht oder euch erzählt habe, wie ich mein Geld verdiene. Umso spannender ist es jetzt für mich, dieses Video zu drehen und im Nachhinein diesmal die Kommentare zu lesen. Normalerweise kommen immer wieder Kommentare, ja, du bist Drogendealer, ja, du bist dies, ja, du bist das, ja, etc. Mittlerweile haben wahrscheinlich locker 50% des Kanals hier dieses Video gesehen. Falls nicht, ist es unten in der Infobox verlinkt, da könnt ihr nochmal nachschauen, was arbeitet Janzinet und wie ich mein Geld verdiene, habe ich euch dort erzählt. Deswegen, Freunde, bin ich echt gespannt auf eure Kommentare und eure Reaktionen. Wir haben mega viele Sachen in diesem Pack Opening, meine Freunde, von ASOS bis Leandro Lopez bis Nike bis Paul Angels. Ich weiß noch nicht alles, was dabei ist. Deswegen fange ich auch direkt an mit dem ersten Ding. Ich zeige euch mal ganz kurz, was euch erwartet. Ja. Hier sind die ganzen Pakete. Wir haben sogar Pakete von meinem Bruder Patrick Always Overdressed und von meinem Cousin Ilya zugeschickt bekommen. Beide haben ihre Marke hier. Fangen wir mit einem ganz klitzekleinen Paket. Der eine oder andere wird sich denken, hier ist wahrscheinlich nichts drin. Doch, Freunde, hier ist was drin. Und übrigens, es ist so warm in Berlin, Freunde. Wir haben zurzeit unmenschliche Temperaturen von locker 35 Grad. Das ist eine Umhängetasche, eine ganz kleine Umhängetasche. Und dann hätten wir so eine Handytasche, so eine Handy-Umhängetasche. Ganz cool, ganz basic, war auch relativ günstig, ich glaube 9 Euro oder so hat das Ganze gekostet. Jetzt an diesen warmen Tagen, wo du keine Taschen hast, weil du normalerweise eine Jacke hast oder Cargo-Hosen anziehst hast oder an sich allgemein keine Taschen hast, hier zum Beispiel auch jetzt mit so einer kurzen Nike-Shorts rum und diesen zwei Taschen und diese zwei Taschen haben keinen Reißverschluss, ist es sehr praktisch, so eine Umhängetasche zu haben. Klar kennt der eine oder andere diese Gucci-Taschen und diese Supreme-Taschen, aber das hier, und das finde ich, ist echt ein geiles Ding, feierlich. Der eine oder andere wird jetzt sagen, okay, klar, ist ein cooles Ding, die Tasche. Schlüssel mehr kannst du dir auch eins von Paul Angels holen. Werde ich eventuell auch machen, wenn ich merke, dass ich das wirklich oft tragen werde. So, geiles Ding, geiles Piece, kein Fehleinkauf, es geht schon mal gut los. Als nächstes, meine Freunde, kommen wir mal hierzu, hätten wir hier etwas von Amazon. Das, meine Freunde, müsste eine weiße Weste sein. Und ja, jetzt wo ihr wisst, dass ich auch eine weiße Weste habe, dachte ich mir, kann ich mir auch eine weiße Weste holen. Kleiner Scherz am Rande, meine Freunde. Selbstverständlich hat das mit damit nichts zu tun. Das hier ist einfach so eine weiße Weste. Boah, ich glaube, ich habe mir das aber zu groß gekauft. Diesen Westen-Style kennen wir alle. Miami Yassin oder auch Drake und viele andere, Travis Scott. Ich bin letztes Jahr auf den Zug aufgesprungen, wurde belächelt wegen diesem Westen-Style. Mittlerweile macht das der ein oder andere auch. Und hier hätten wir eine ganz normale Utility-Weste. Wir machen weiter, meine Freunde, mit einem Paket von Root Tattoo. Root Tattoo kennen alle, die meinen Kanal verfolgen. Aber in diesem Root Tattoo-Paket befindet sich etwas Besonderes. Und zwar befindet sich hier, meine Freunde, eine Zusammenarbeit von Root Tattoo, meinen Brüder, und meinem anderen Bruder Ilya. Die haben sich zusammengetan und haben ein Shirt rausgebracht. Das ist jetzt keine Brand von Ilya, sondern einfach für seine Community, für seine Jungs war das so eine Art, ja, wie nennt man sowas, so eine Art. Das war einfach ein Dankeschön von ihnen in der Zusammenarbeit mit Root Tattoo, so können wir das nennen. Und ich habe das Paket bis jetzt noch nicht aufgemacht. Ich habe die Shirts zwar gesehen, aber ich mache das jetzt erst auf und merke direkt, das ist wie immer typische Root Tattoo Baba-Qualität, meine Freunde. Kennen wir den Root Tattoo Schnitt? Kennen wir den Root Tattoo Schnitt? Feier ich. Sieht mega nice aus. Hier vorne steht drauf: Backprint Root Tattoo Collab Ilya Milic. Und hinten ist so ein Aufdruck, meine Freunde. Und zwar ist das so eine Art, ja, so eine Art Wishlist, was der Bruder sich alles holen will. Mal schauen, was er sich so holen will. Hier steht mit Momentum Hoodie Season 1 Camouflagejacke, Nike Fruit of God. Bla bla bla, Palm Angels Track Street, Heide Ackermann. Bruder, du hast auf jeden Fall eine Menge noch zu kaufen. Ist auf jeden Fall ein Baba-mäßiges Shirt und das feiere ich auf jeden Fall. Das sieht auch mega nice aus und das ziehe ich mal kurz an. So fittet das Ganze und ich bin jedes Mal begeistert von der Root Tattoo Qualität, meine Freunde. Sieht einfach unnormal Baba aus. Viel krasser als das Off-White Nike Ding. Also ich rede jetzt gerade nur vom Schnitt von Root Tattoo. Aber auch mein Bruder Ilya hat hier gute Arbeit geleistet. Deswegen bleibt das Ding auch direkt angezogen. Das wäre ein Pack Opening ohne ein Farfetch Paket. Wo kommt Farfetch? Achso, nein, das ist von Antonioli. Es kann jetzt aber auch sein, dass Farfetch das angenommen hat und dann an Antonioli weitergeschickt hat. Deswegen meckere ich nicht. Ich wollte gerade sagen, bei Farfetch gab es jetzt neue Sticker, wo überall so kleine Fs drauf waren. Hier ist das nicht der Fall. Deswegen bin ich mal gespannt, was hier drin ist, Freunde. So, hier ist ein Paket von Antonioli, aber eigentlich vom Farfetch. Und deswegen, meine Freunde, weiß ich, dass hier drin ein Palm Angels Shirt drin ist. Ein Palm Angels Longsleeve, ein Palm Angels Shirt, ja, kommt in diese Antonioli Tüte.
Und dann haben wir hier ein Palm Angels. Bei Palm Angels ist das immer so eine Sache, Freunde. Die haben jedes Mal in jedem Produkt andere Designs und andere Schnitte. Manchmal kriegst du bei Palm Angels eine L, manchmal kriegst du eine 5XL, manchmal eine S. Das ist schon so fast wie Vidmore-mäßig. Deswegen bin ich echt gespannt, komm jetzt her, wie das Ganze fittet. Erstes Mal, dass es wirklich passt. Ich finde das hier am Kragen mega nice. Und hinten die bekannte Palm Angels Schrift. Geiles Ding, feier ich. Hat gekostet um die 320 Euro oder so, Freunde. Das Ding hat 230 Euro gekostet, ist von der Qualität mega nice. Vom Schnitt her okay, vom Design her feier ich sowieso Palm Angels. Und im Großen und Ganzen ist das ziemlich cool gemacht. Ob der Preis jetzt berechtigt ist, das überlasse ich mittlerweile euch. Als nächstes, Freunde, kommen wir zum Produkt aller Produkte. Und zwar 3, 2, 1. Habt ihr gesehen? Nochmal 3, 2, 1. Habt ihr gesehen? Und weißt du, wer war? Nochmal 3, 2, 1. Zack. Freunde, kommen wir zu einem Baba-mäßigen Schuh, Freunde. Guckt euch mal dieses Prachtexemplar von einem Nike Jordan 1 in der Collab mit Off-White an. Baba-mäßiger Schuh. Riecht noch neu. Der Schuh ist im Resale, glaube ich, ab 2000 Euro zu bekommen. Ich habe ihn durch meinen Bruder Ibrahim, der so Sneaker-Geschäfte macht, der so Sneakers zack, zack macht, klären können. Zu einem sehr stabilen Preis. Danke nochmal an dich, Bruder. Dafür, dass du ihn geklärt hast. Ist ein Baba-mäßiger Sneaker. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie immer, ob ihr den Tag dran lässt und mit welchen Schnürsenkeln ihr den anziehen würdet. Ich mache den Tag wahrscheinlich ab und lasse auch die weißen Laces dran. Hier haben die unnormal krasse Sachen geschaffen. Also der Travis Scott Jordan 1 ist auch cool, aber noch lange, lange, lange nicht so cool wie der Chicago und auch nicht wie der hier. Ob ich mir den blauen holen werde, da bin ich noch am Schwanken. Der ein oder andere Retailer hat mir da auch schon Angebote zugeschickt. Vielleicht hole ich ihn, vielleicht auch nicht. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr dann, also wenn ihr die Möglichkeit hättet, würdet ihr da zuschlagen oder nicht. Oder sagt ihr, Dicker, du hast schon zwei, der dritte, der blaue, sieht ein bisschen aus wie so ein Schlumpfschuh. Deswegen hole ihn die nicht. Ich bin am Überlegen, Freunde, werdet ihr definitiv sehen an der Stelle. Aktiviert gerne die Glocke auf diesem Kanal. Abonniert diesen Kanal, alles kostenlos und folgt mir auf Instagram, Freunde. Aktiviert die Glocke, um immer einer der Ersten zu sein, die mitbekommen, was auf diesem Kanal passiert. So, so viel zu dem Sneaker. Geiler Sneaker, meine Freunde. Packen wir mal ganz vorsichtig weg. Weg damit. Als nächstes, meine Freunde, kommen wir zu einem Paket von meinem Bro Patrick. Always Overdress. Spätestens jetzt hat es bei jedem Klick gemacht, genau. Und der hat eine Marke, wisst ihr auch. Und der Bruder hat mir was zugeschickt auf Ehrenbruderbasis. Ohne irgendwie zu sagen, ja, macht mal so oder so. So war es auch bei Ida übrigens. Das sind alles keine Collabs oder so. Die keine Zusammenarbeit, sondern einfach auf Ehrenbruderbasis. So sieht das Shirt aus, meine Freunde. Sah auf den Bildern auf jeden Fall ziemlich nice aus und deswegen hat der Bruder auch sich gedacht, okay, soll der Bruder Jump of Berlin das auch tragen, meine Freunde. Und deswegen, boah, Dicker, du hast hier echt was rausgehauen an Qualität, Brudi. Der Bruder hat nicht gespart, Bruder. Ja, auch hier Atelier d'Europa. Schwarz auf schwarz, back to black, könnt ihr das sehen, das reflektiert so, ziemlich nice. Boah, auch hier nochmal so ein Tag aus Plastik. Ja, Brudi, Alter, da hast du auf jeden Fall was rausgehauen. Feier ich auf jeden Fall, feier ich auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall ein Style, den ich auch tragen werde. Auch in dem ein oder anderen Video anziehen werde. Mega nice, das finde ich aber am besten. Ja, hier dieser Plastik-Tag, das tut jetzt nicht ran. Aber das ist so ähnlich wie von Prada hat das. Und Dior hat das auch gemacht. Und jetzt hat der Bruder das auch gemacht. Auf jeden Fall. Mega, mega nice Shirt. Checkt auf jeden Fall Patrick Always Overdressed und auch seine Marke Atelier Dropa ab auf Instagram. Um bei der einen oder anderen Season auch ein Produkt zu ergattern, Freunde. Wir machen weiter mit dem letzten Paket. Und das letzte Paket ist von Leandro Lopez. Kommen wir auch zum letzten Paket und zum größten Paket. Da hat Ömer und ich definitiv ein bisschen übertrieben. Ja, wir haben da auf jeden Fall bei Leandro Lopez zugeschlagen. Ich feiere die Marke, die haben auf jeden Fall mega nice Pieces, mega nice Schuhe vor allem. So, guckt euch das mal an. So, wir fangen an mit dem ersten Ding. Und zwar den Schuhen. Mal schauen, was wir da gekauft haben, beziehungsweise was ich der Ömer da gekauft habe. Als erstes hätten wir hier diesen Trainer. Mega nice Sneaker, ähnlich von der Silhouette von Balenciaga Speed Trainer. Unglaublich geil, die sind extrem bequem, die hatte ich auch schon mal an.
riechen. Boah, wie sauber die riechen. Ich feiere die Jungs von Leandro Lopez einfach immer wieder. Die haben echt detaillierte Arbeit. Alles ist hier einzeln so aufgeschildert mit Garantie und allem etc. pp. Also das ist auf jeden Fall eine Brand. Die gehen einfach ganz anders an die Sache ran. Die machen das wirklich mit Leib und Seele und die haben unglaublich krasse Designs. Deswegen checkt auf jeden Fall Leandro Lopez ab. Ich finde die Sneaker auf jeden Fall übertrieben krass, Bruder. Wir machen weiter mit dem nächsten Schuh. Das ist schon wirklich, Freunde. Guckt euch das mal an. Das ist schon Endlevel Designer High Level Quality, was die hier schon wieder haben. Ja, hier auch mit den Sneaker Bags oder Shoe Bags oder nennt sie wie ihr wollt. Wie gesagt, ich habe mir den in Weiß bestellt und in Low. Etwas kürzer, ideal für den Sommer, geile Akzente in Orange, hier noch so ein cremefarbiger Ton, übergeil, übertrieben nice Sneaker, Bruder, ja. So, feier ich auf jeden Fall beide. Wir machen weiter mit dem nächsten Produkt und dann hätten wir auch hier schon eine Cargo-Hose. Cargo-Hose, viel gibt es zu nicht zu sagen, bequem, geil. Ja, wenn ihr mal Alternativen zu irgendwelchen 0815 Brands von Cargo-Hosen haben wollt, dann auf jeden Fall bei Leandro Lopez vorbeischauen. Die haben auf jeden Fall Qualität und auch einen geilen Fit und geile Designs haben die. Checkt die Jungs auf jeden Fall ab, Freunde. Wir machen weiter, das ist noch lange, lange nicht zu Ende. So, das ist dieselbe Cargo-Hose, die wir gerade nicht schwarz hatten. Hier haben wir eine in Grau. Mega nice, viel gibt es, wie gesagt, nicht zu sagen. Von der Qualität geil, vom Fit her geil. Und als nächstes, meine Freunde, und die letzten Produkte in diesem Video und im Riesenpaket von Leandro Lopez wären zwei Paar Socken, wenn ich mich nicht recht irre, ja, passend zu den geilen Sneakern. Dachten wir jetzt, okay, hau mal rauf, direkt die Socken raus. Allein schon, wie die Socken hier verpackt sind, gibt euch mal das magnetisch. Guck mal, hört ihr das? Mhm. Geil, wenn man das aufmacht, man denkt, da sind so, keine Ahnung, da hast du Schmuck von Cartier oder so drin. Dabei sind es nur geile, freshe Sneaker bzw. Tennissocken, meine Freunde. Das war's, Freunde. Das war's. Ich bin fix und fertig. Ich sterbe, hab locker in diesem Video 15 Liter Wasser getrunken und 15 Liter Wasser verloren. Ich bin tot. Ich muss das hier gleich alles aufräumen, zusammenpacken, immer seine Sachen geben, meine Sachen beipacken. Puh, Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ich bin echt gespannt, dieses Mal, wie ihr oder beziehungsweise was ihr unten in die Kommentare schreibt.